Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Miss Creation oder auf Deutsch Fräulein Kreation. Es gibt das Spiel sogar auf Deutsch und es kam vor einer Woche raus. Gibt's für 8,19 € bei Steam. Heil dir neues Leben. Und es ist mehr oder weniger ein Spore-Spiel. Entspringe ins Leben und such mich auf dem Yggdrasil. Ihre Reise beginnt hier. Ist der Yggdrasil nicht dieser Berg, wo dieser komische Drache rumgammelt? So, und wir sind ein Blobby, ein gelbes Blobby. Können uns bewegen und so. Warte mal. Ihre DNA. Wir haben keinen Kopf, aber dafür einen Blobmund. Noch keine Ohren, keine Hörner. Wir haben Blobnoppen. Okay, das sind die Arme. Wir haben keine Beine leider, aber können uns zum Glück trotzdem fortbewegen. Noch keine Flügel und kein Schwanz. Oh mein Gott, ohne Schwanz. Wie soll man da überleben? Ich wüsste nicht, wie ich ohne Schwanz überlebe. Naja, ansonsten Speed Jump Attack. Aha, unser Hauptangriff ist Beißen. Spezieller Angriff Count. Ist ja wie bei Digimon irgendwie. Dissimon. Level Ausbildung, Attacke Beißen. Ja gut, das heißt, wir können hier in dieser Welt so rumher jumpen und wumpen und da ist ein fieses, mieses, komisches Viechlein. Und ich würde sagen, ich fress dich auf, du. Danke, gib mir deine DNA. Ist das deine DNA? Nein, das sind Leben. Wie? Ich dachte, ich krieg jetzt die DNA von denen. Ich will doch hier DNA haben. Stirb! Ich bin das beste Wesen aller Zeiten. Und hier ist unsere erste Misskreation. Sklüt. Nee, Skült. Herr der Eile. Sieht zwar, er ist eine Trap wahrscheinlich. Sieht eher aus wie eine Frau. Die hat doch Brüste. Aber okay, Herr der Eile. Heil dir neues Leben. Ich bin es. Skült. Müsste ich dich kennen? Ich freue mich, dass du deine ersten Schritte unternommen hast. Ohne Beine. Sucht meine Altäre, die über Yggdrasil. Haben die das anders übersetzt ins Deutsche? War das nicht vorhin ohne C? Egal. Verstreut sind und ich werde euch auf euren Reisen helfen. Ich werde dich auch wiederbeleben, wenn du in deinem Kämpfen zugrunde gehst. Okay, danke. Oh, und wir können reisen, aber haben noch nichts, weil das unsere erste Ebene hier ist. Oh, was bist du denn für ein Viech? Bist du ein... Was bist du? Du bist irgendwie eine Mischung aus verschiedenen Viechern. Aus einem Wolf vielleicht oder einer Katze? Spezialattacke. Und einem Eichhörnchen. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur ein... Hallo. Jetzt lag's aber mal. Könnt ihr eigentlich auch angreifen? Der hat auf jeden Fall mehr Leben als die anderen Viecher da, als diese anderen Blobbys. Was ist denn das hier? Eine DNA? Ein X-Chromosom? Na endlich. Herr der Formen, heil dir neues Leben. Ich bin das Ort. Sucht meine Altäre, um Essenzen zu erwerben, die in eurer Entwicklung helfen werden. Oder fordere Aszendenten heraus und beanspruche ihre Essenz für dich selbst. Genau, das will ich nämlich machen. Ich will anderen ihre DNA klauen. Aber ja, du kannst mir auch gerne was geben. Ja, Babyschwänze. Endlich, dann sind wir endlich mal ein Baby mit einem Babyschwanz, aber der wächst ja bestimmt noch. Dann haben wir noch so ein komisches Viech. Aber von denen kriegt man ja anscheinend gar nicht. Oh, die greifen auch an. Die können auch mal... Aua, Pokémon-Kampf hier. Wieso können die auch angreifen? Damit habe ich nicht gerechnet, Leute. Oh mein Gott, ich habe Leben verloren. Okay, da oben ist ein Ei. Aber wir haben ja ein... Nein. Wir haben ein Babyschwanz und ich kann... Ich vermute einfach mal, mit dem Babyschwanz können wir, genau, höher jumpen. Ein Eichhörnchenschwanz. Oh, wie süß. Ich bin so gespannt, wie wir später aussehen. Oh ja, jetzt können wir auf jeden Fall sehr viel höher hüpfen. Also ein Jump bringt schon mega was. So, was ist dieses Ei? Ist das vielleicht ein... Einer dieser Herausforderungstypen? Hallo, Ei. Ich mache dich kaputt. Bitte öffne dich und gebe mir deine DNA. Ich habe nämlich ganz viel in Chemie davon gelernt. Ah ne, es gibt so... Was auch immer das sind. Irgendwie Geld. Wir haben 51... kaputte gelbe Dinger. Was weiß ich denn, was das sein soll? No! Alter, wir können in der Luft hüpfen, Leute. Wie gut ist das denn? Ja, und so läuft man dann hier anscheinend die ganze Zeit rum. Da ist ein fliegendes Viech. Ich würde auch gerne fliegen können. Und verbessert sich immer mehr. Es hat bei Steam hat es schlechte Bewertungen bekommen, weil es wohl sehr viele Bugs hat. Ich weiß jetzt nicht, ob die vielleicht irgendwie eine Alpha-Version oder so gespielt haben. Ich weiß auch nicht, in welcher Version das jetzt ist. Aber es ist halt, wie gesagt, eigentlich schon rausgekommen, jetzt vor einer Woche am 19. Von daher denke ich, das Spiel sollte schon soweit spielbar sein. Bisher ist mir auch noch nichts aufgefallen, das irgendwie schlecht sein sollte. Und ja, wir schauen einfach mal, was für eine hübsche Kreatur wir werden. Oh, klar, viel Spielabwechslung hat das bisher nicht. Läufst hier halt rum und machst immer wieder dieselbe Attacke. Aber viel mehr kann Pokémon noch auch nicht, oder? Da sagst du auch immer nur, los, Bissattacke. Kann ich zweimal hüpfen, bin ich jetzt tot? Oh,
Hi. Wer bist du? War zwar gar nicht so geplant, aber okay. Eine nachdenkliche Kreatur. Pass auf die Geodaxen-Pool auf, sie haben eine ziemlich gemeine Spucke. Okay, danke, nachdenkliche Kreatur. Werde ich dran denken. Meinst du diese komischen Penis-Dinger hier? Wahrscheinlich. Okay, stirb, Penismuschel. Kriege ich von dir einen Schwanz? Ich hätte gerne einen Schwanz von dir. Dein Schwanz sieht nämlich größer aus als mein Schwanz. Ach man, was sind das für Viecher? So sehen keine Muscheln aus, oder? Das würde mich sehr wundern, wenn Muscheln wirklich so aussehen. Was bist du denn für ein geiles Viech? Oh Gott, bist du so ein Endboss? Oh Gott, oh Gott. Bist du so ein Endboss, von dem die alle reden? Was ist der für ein geiler Schwanz? Ich will auch so ein... Der sieht aus wie Dill oder so. Es gibt irgendein Gewürz, das genauso aussieht. Ich kenne mich mit Gewürz nicht aus, Leute. So, aufgefressen. War schon kein Bosskampf. Ich möchte mal so einen Bosskampf haben und DNA von den klauen. Oh, guck mal, hat sich gelohnt, dass wir hergekommen sind. Was kriegen wir von dir? Babygliedmaße DNA-Wurm. Cool, danke, komisches Viechlein. Was haben wir denn? Oh, hier Arme. Eichhörnchen Arme. Die Blobnoppen können wir jetzt für 2 verkaufen, oder was? Ah, es kostet uns... hier diese gelben Dinger, andere Sachen auszurüsten. Okay, jetzt habe ich 2-mal die Squirrel Arms ausgerüstet. Das hat mich jetzt insgesamt 60 gekostet, weil ich ein Dummkopf bin. Fuck. Und Eichhörnchen beide. Ah ja, jetzt sehen wir immer mehr wie ein richtiges Tier aus. Ja! Wir werden zu Evoli. Gleich sind wir Evoli, Leute. Aber das erklärt zumindest auch, warum man gegen die Viecher kämpfen sollte und diese gelben Dinge einsammeln sollte, damit man sich halt verwandeln kann. Denn so funktioniert Evolution, Leute. Evolution beginnt im Kopf oder so. Was ist das für ein hässliches Viech? Holy shit! Ist das hier ein Horrorspiel oder was ist los? Ich fress dich auf. Ich möchte mal eine neue Attacke bekommen. Meint ihr, man kann da unten... Ja, man kann hier überall lang. Oh, es gibt viel zu viele Wege schon wieder. Wie sag ich? Ich habe Spore nie gespielt, von daher keine Ahnung, ob das jetzt wie Spore ist. Wahrscheinlich ja nicht. Ich weiß nur, dass es da halt auch so eine... Oh mein Gott, bewachst du etwa die DNA? Dass es da auch so um Kreation ging. In der Luft-Attack! Nein, lass mich durch. Ich komme nicht an... Wow, okay, der macht viel Damage. Ich komme nicht an den vorbei, Leute. No, was soll ich tun? Okay, ich muss ihn vernichten. Nein, er hat mich vernichtet. Wo werde ich jetzt wieder belebt? Da oben, wo diese Statue war, oder was? Da muss ich ganz weg... Nein. Aber ich habe meine DNA nicht verloren, oder? Nee, okay, dann wissen wir zumindest, was passiert, wenn ich sterbe. Oh, okay, Wasser ist auch böse. Dieser tote Blob da eben. Okay, es hat aber keine negativen Einflüsse. Also man verliert weder diese gelben Dinger noch irgendwas anderes. Man muss halt nur den Weg dann nochmal laufen. Aber ansonsten hat das keine negativen Auswirkungen. Die Gegner spawnen auch nicht neu und sowas. Deswegen denke ich mal, der hat jetzt auch noch genauso viele Leben wie eben. Mann, ey! Jetzt macht er den nicht mal kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Der Typ ist viel zu stark. Oh, er ist runtergefallen. Haha, jetzt habe ich dich. Das war mein Plan von Anfang an. Dich einfach runterzuschubsen. Du bist jetzt... Aua, oh, du bist tot, habe ich gesagt. Aua, oh Mann, wieso macht das viel Damage? Mann. Das kann ein nicht ganz ausgebildeter Dizzy nicht auf sich sitzen lassen. Komm her. Ich mach dich noch fertig heute. Ich krieg das noch hin. Danke. Meine Güte, du hast mich nur 2-mal getötet. Ha, das hast du nur davon. Ich wachse an meine Herausforderung, egal wie oft ich hinfalle oder sterbe in diesem Fall. Ich komme immer wieder. So, ein neuer Babykopf. Na, ob sich das gelohnt hat, lass mal... Oh, ein Babyhals hier, ein Shortneck. Aber wir haben jetzt einen Nacken, ja? Cool, hat er auch automatisch ausgerüstet und ein Eichhörnchenmund, Leute. Okay, das sieht super hässlich aus, aber okay. Ich fand uns davor hübscher, to be honest. Aber wir sind jetzt stärker, von daher passt das bestimmt. Und mehr scheint es in der Höhle nicht zu geben, deswegen können wir jetzt mal zu dieser komischen... Karma-Indien-Gedönselstatue gehen? Ja, und Herr der Samen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich Herren sind hier, aber okay. Ich als Fräulein Kreation sag mal nichts dazu. Halt, neues Leben, ich bin es Verdant. Darüber hinaus steht eine, die geschaffen wurde, um den Pfad zum Baum zu bewachen. Kehrt um, wenn du noch jung und unentwickelt bist. Wenn du stärker und bereit bist, werde ich hier sein, um dich wiederzubeleben, wenn du untergehst. Wie das klingt. Außerdem, sprich mit mir, wenn du deine Farben ändern möchtest. Ja, wenn du stärker wirst, kannst du zu helleren und lebendigeren Farbtönen wechseln. Geil. Ja, das ist voll rassistisch und so. Das weiß man wieder, wenn man stärker ist, dann ist man... heller, also weiß. Und wenn man nicht stark ist, dann ist man dunkel.
Willkürliche Kreaturfarbe. Okay, Willkür ist immer gut. Nee, ich will eine andere. Nee, irgendwas Blaues. Nee, irgendwas Blaues. Nee, irgendwas Blaues. Danke, das ist mir blau genug. Da, oh Gott, dafür gebe ich gerne viel aus. Ich wollte doch gar nicht zu dem Typ hingehen. Rotatosk. Der Türsteher. Ich kann dich nicht reinlassen, ohne deine Kraft zu testen, natürlich. Oh Gott, ein Endfight. Oh mein Gott, ein Endfight. Oh, MG. Oh mein Gott. Oh, au. Oh, okay. Das ist unfair, du hast eine Waffe. Ich habe nur meine komischen Zähne. Okay, aber den machen wir doch easy. Aua, lol. Machen wir doch easy peasy fertig. Ich bin Dead Cells erprobt. Oh Gott. Hallo, ich bin ausgewichen. Okay, weißt du was? Wir greifen jetzt einfach die ganze Zeit an. Okay, er wird angreifen. Oh mein Goodness. Ah, er macht eine Erdbeben-Attacke. Jetzt raff ich's. Das heißt, wir müssen einfach nur hochjumpen, wenn er angreift. Moment. Aua, er trifft mich jedes Mal. Ich glaube, ich werde sterben. Okay, okay, anpassen und hochrücken. Da ist meine normale Form wieder zur Erscheinung gekommen. Ein hässliches, komisches Blob-Ding. Oh, okay, ich bin noch nicht stark genug für den. Hä? Hier steht noch so ein Viech. Aber ich bin jetzt eine Ebene weiter oben. Was soll das denn? Und da ist irgend so ein Kranich oder so? Keine Ahnung. Ich will aber eigentlich nur die DNA, die hier links ist. Müsste meines Wissens, oh Gott, irgendwie Flügel sein oder sowas. Ja, Babyflügel. Na endlich. So, das war die letzte DNA, die wir noch brauchten. Und Ohren. Oh, wir haben Eichhörnchenohren oder Fuchsohren. Komm, nehmen wir mal die geilen Fuchsohren. Oh, das ist so süß. Oh Gott, haben wir auch andere Fuchssachen? Hörner? Haarbüsche. Von mir aus. Ja, doch, ganz knuffig. Oh, ob wir da irgendwie Dizzy rausbekommen? Das wäre richtig cool. Ich kann leider die Flügel noch nicht ausrüsten. Ich brauche mehr dieser Game-Dinger. Na gut, whatever. Hätte ich nicht zweimal ausgegeben, ja, dann wäre das alles ganz cool gewesen. Aber ich bin jetzt stärker. Ich habe zwar keine vollen Leben, aber juckt doch keinen. Okay, er greift an. Hoch. Ja, ich bin seiner Attacke ausgewichen. Jetzt, oh, jetzt habe ich es raus, Leute. Und ich bin viel stärker. Den mache ich sowas und fertig. Ich frage mich aber... was? Er hat doch eine neue Attacke? Ich dachte, da wird jetzt ein Baum wachsen oder sowas. Ich frage mich halt, warum derselbe Typ oben nochmal stand. Ob das derselbe, also ob das wirklich derselbe ist? Guck mal, oh, jetzt bin ich voll der Profi. Ob das derselbe ist oder ob man den einfach zweimal besiegen muss. Ovo, Ovo, Ovo. Du bist ein hartnäckiger kleiner Mistkerl, nicht wahr? Na gut, geh rein, Ovo. Mal sehen, ob es mir was ausmacht. Mal sehen, ob es dir was ausmacht. Oh, 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 ganz viele dieser gelben Dinger. Bitte, sind das vielleicht 30? Nein, es fehlen zwei. Was bist du? Teile von... Oh, da sind noch mehr. Danke, Teile von Ratter. Was denn? Ratterohren. Kann ich mir leider nicht leisten. Aber erstmal hier Flügel ausrüsten. Nice. Ey, ich kann wirklich einfach hier mein Dizzy OC machen mit den Flügeln und so. Dafür müsste der halt nur türkis sein. Also so schwarz-türkisig mäßig. Ratterhörner hätten wir hier noch im Angebot und ein Ratterschwanz. Aber alles so teuer, Leute. Alles so teuer. Ich hätte vielleicht nicht alles sofort ausgeben sollen. Ah, das war der erste Boss. Mit den Flügeln haben wir jetzt übrigens tatsächlich einen Doppelsprung. Und ich möchte jetzt nochmal kurz nachgucken, ob das... Ja, guck hier, oben ist nämlich auch ein Viech. Hallo. Who are you? Der sieht halt genauso aus. Ratatotskr. Noch einer. Verrückt in einer Million Jahren. Was? Bist du verrückt? Kein Berührung der Nuss. Ach, das ist eine Nuss. Ich dachte, das sind Flügel, aber das ist eine riesige Nuss hier im Hintergrund. Okay, ich finde uns gar nicht mal so hässlich, muss ich sagen. Außer dieses Gesicht, also der Mund ist ein bisschen hässlich. Von den Eichhörnchen hier, das sollen anscheinend wirklich Eichhörnchen sein. Aber sonst finde ich uns gar nicht so hässlich. Und das hier ist halt der zweite Türsteher oder so, keine Ahnung. Und wir können jetzt ins zweite Gebiet gehen. Aber ich würde sagen, fürs erste Gebiet langt so ein kleines Angespielt hier erstmal. Und ja, wenn euch der Part gefallen, lasst ein Like da. Und lasst mich mal wissen, wie ihr das Spiel findet, ob ihr da vielleicht noch mehr sehen wollt. Dann könnten wir vielleicht irgendwann nochmal ein Dizzy hier herstellen, wenn es diese Farben denn hier geben würde. Und... Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.